So, die letzten Wochen saßen wir ja immer in diesem Raum. Wir haben ja gerade eine Themenreihe. Wisst ihr, in welcher Themenreihe wir uns gerade befinden? Kann das irgendjemand benennen? Das fände ich nämlich ganz interessant, ob jemand den Titel von dieser Themenreihe weiß. Entfesselt. Ja, okay, wunderbar. Einer weiß es zumindest. Genau, und wir hatten insgesamt 4 Themen. Und jetzt kommt noch das letzte vor den Ferien. Und ich würde mit euch einfach kurz durchgehen, was wir denn die letzten Wochen gehört haben und dann in das heutige Thema einsteigen. Wisst ihr ein Thema der letzten Wochen? Entfesselt von, hießen die Titel immer, und dann, was? Religion, Jonas Streber, genau. letzte Woche von Raffi, genau, hat sie uns ein bisschen erzählt, dass man irgendwie auf 2 Seiten runterfallen kann, dass man irgendwie Religiosität entweder irgendwie von Menschen oder auch von Gott irgendwie ja, so ein bisschen Ansehen haben möchte. Genau, falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr einfach auf YouTube gehen, Friedenskirche Memmingen, und dann seht ihr das Ganze. Genau, was waren die anderen 3? Wisst ihr da noch was? Vergleichen, yes, genau, das war davor. Vor der Raffi hat die Anni über Vergleichen geredet, genau. Auch da kann man irgendwie auf sich 2 Seiten irgendwie vergleichen. Das eine ist, man stellt sich höher als jemand anderes und erniedrigt den anderen, oder genau andersrum gedreht, dass man erniedrigt wird oder sich kleiner macht als irgendwie jemand anders, ja. Noch 2 Themen waren, 1 war von Alex, 1 war von Tobi. Okay, ich erzähle es einfach. Das erste war von Alex, entfesselt von Freiheit, genau. Und davor hat Tobi erzählt von Prägungen, also irgendwas, was wir in der Vergangenheit, was wir in den, ja, seitdem wir halt geboren sind, von was wir geprägt sind, zum Beispiel in dem Land, in dem wir leben, in Deutschland, was für Prägungen wir da eigentlich haben und wie die sich auf unser Leben auswirken. Und wir hatten hier immer einen Raum aufgebaut, und auch heute habe ich einen Raum aufgebaut für euch und ein paar Dinge mitgebracht. Und wir können zum Beispiel anfangen hier, ich habe einen Geldbeutel mitgebracht, da ist nicht so viel drin, außer ein paar Belege und ein paar Karten. Ich habe den mitgenommen als Vergleich dafür, dass wir in unserem Leben uns vielleicht manchmal fragen, habe ich genügend Geld, um dies oder jenes zu tun? Habe ich morgen noch genügend Geld? Vielleicht habt ihr diese Frage noch nicht so stark, weil ihr noch zu Hause lebt, aber es wird auf jeden Fall bestimmt diese Frage immer wieder kommen, kann ich mir das leisten oder geht mir das Geld aus? Oder vielleicht ist es auch bei dir eher die Frage, wie komme ich an genügend Geld, um dies oder jenes zu tun? Was werde ich in Zukunft in meinem Leben tun? Es gibt hier so schöne Ratgeber, wie man sich bewirbt, was mache ich nach meiner Schulzeit, mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium, verdiene ich da dann eben genügend oder reicht das am Ende irgendwie nicht? Soll ich irgendwie mir erst ein Jahr irgendwo einen FSJ machen, ins Ausland gehen? Wir haben so viele Möglichkeiten, was man tun kann, aber was ist eigentlich das Richtige für mich oder an der Stelle, an der ich gerade bin? Also in meiner Ausbildung, ist das das Richtige oder ist das eher nicht das Richtige? Wir haben, was nehme ich als nächstes? Wir haben Zeitungen. Ich muss mich ein bisschen outen, auch als Informatiker. Ich mag sehr gerne irgendwas Handfestes in der Hand zu haben und irgendwie ein Buch zu lesen oder eben irgendwie was zu lesen. So eine Zeitung zum Beispiel, so Probeabos gibt es da immer. Genau, und, und wenn wir das hier lesen zum Beispiel, hier Schlag und Gegenschlag, die brutale Logik von Schlag und Gegenschlag. Israel wird angegriffen, greifen sie zurück an, was auch immer, irgendwelche geopolitischen Themen. Ich weiß nicht, wie tief ihr da euch manchmal mit befasst oder in der Schule auch irgendwas lest. Das haben wir nicht wirklich in der Hand, was da steht, aber wenn man das liest, dann kann man doch schon manchmal sehr in Gedanken darüber verfallen und sich überlegen,
wie soll ich hier in diesem Chaos irgendwie überleben? Inflation und Ukraine-Krieg und jetzt noch Israel. Und davor war ja Corona zum Beispiel. Ich habe hier ein paar Corona-Masken mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. War eine wilde Zeit. Ich habe die heute einmal aufgezogen und dachte mir so, krass, irgendwie man gewöhnt sich, also wie schnell man sich wieder daran gewöhnt, sie nicht mehr aufzuziehen. Aber genauso auch, wie normal das auf einmal damals war, diese Masken aufzuziehen. Und für mich war Corona-Zeit der Anfang sehr spannend. Ich hatte da Semesterferien und war in der Zeit gerade in Serbien, da für eine Woche mit drei anderen, zum Beispiel mit Sammy. Genau, und wir hatten da halt so die Gemeinden unterstützt, also die Serbienhilfe, die immer im Herbst dorthin geht. Da sind wir im Frühjahr mal hingegangen zu dritt und waren da eine Woche. Und genau in dieser Woche hat aber dieses ganze Corona-Ding irgendwie so ein bisschen eskaliert, zumindest in Deutschland. Also da hat man es gar nicht so mitbekommen. Wir haben da einen so einen Rangerstamm besucht und die haben nur gefragt, ja, kratzt der Hals, habt ihr Schnupfen? Okay, gut, nicht, dann könnt ihr kommen. Aber hier wurde es dann ein bisschen strikter und alle sind irgendwie in Panik verfallen, haben Klopapier und Nudeln gekauft, sodass der Supermarkt leer war. Und wir waren da erstmal nicht von betroffen, dann am Ende irgendwie schon, weil letztendlich sind wir dann nach dieser Woche zurückgekommen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich einfach, also weil mein Studium wurde um einen Monat verschoben, auch crazy, kann man sich heutzutage irgendwie auch nicht vorstellen. Also der Semesterbeginn wurde einfach einen Monat nach hinten gelegt, weil da die Zeiten wahrscheinlich besser sind. Und dann dachte ich mir, ja, ich könnte doch einfach in Serbien bleiben, warum nicht? Also ich habe ja nichts zu tun, aber genau. Und meine Eltern waren nicht davon überzeugt und hatten eher so, ja, aber was ist dann und was ist dann und wenn dies und dies. Und auch auf dem Rückweg dann, wir haben es, glaube ich, perfekt getimt, dass wir zurückgekommen sind. Wären wir einen Tag später gekommen, wären wir nicht mehr über die Grenzen gekommen, nach Deutschland irgendwie zurück oder durch die vorherigen Länder irgendwie durchzukommen. Auch da war schon richtig weird, weil du durftest nur gewisse Routen irgendwie fahren und musstest direkt einfach durchfahren, ohne irgendwie auszusteigen. Und ja, war eine wilde Zeit, aber letztendlich sind wir irgendwie durchgekommen. Und eine Sache, die ich nicht mitnehmen kann, aber die wir alle haben, ist unsere Vergangenheit. Also vielleicht hast du in deiner Vergangenheit oder ich in meiner Vergangenheit irgendwelche Erlebnisse, die dich irgendwie, jetzt muss ich aufpassen, so dass ich es formuliere, die dich irgendwie belasten und du Angst hast, dass das, was dort passiert ist, nochmal passiert, dass du irgendwelche Ängste vor irgendwas hast. All die Sachen, die ich darüber geredet habe, ein Wort habe ich noch nicht in den Mund genommen und das ist nämlich Sorgen. Also wir machen uns Sorgen über verschiedene Dinge. Und ich glaube, all diese verschiedenen Sachen, und es gibt bestimmt noch viel mehr, über die wir uns Sorgen machen können, das sind so ein paar Kategorien, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Das erste ist eben zum Beispiel schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten ist nicht das, was ich damit meine, sondern schlechte persönliche Nachrichten. Das heißt, in deinem Leben, wenn dort irgendeine Sache eintritt, wie eine Person wird krank, eine Person hat einen Unfall, in diesem Moment macht man sich, glaube ich, unheimlich Sorgen um diese Person. Ist, glaube ich, das Normalste auf der Erde, das wir einfach machen als Menschen. Oder eben irgendwelche Sachen, die wir nicht in der Hand haben, also nicht, die uns nicht direkt persönlich betreffen, aber dann irgendwie schon. Irgendwelche geopolitischen Angelegenheiten, dies, das, jenes, wo wir nicht in der Hand haben und auch irgendwie nicht beeinflussen können, aber trotzdem uns darüber Sorgen machen, wie soll ich darauf reagieren, was soll ich jetzt tun, muss ich jetzt Klopapier kaufen, muss ich jetzt dies oder jenes machen, wo wir uns einfach Sorgen darüber machen. Oder ein anderer Punkt ist die Zukunft. Mit der Ausbildung, was mache ich danach, ist es das Richtige, ist es das Falsche für mich, sollte ich was anderes machen, geht dieser Weg überhaupt, bekomme ich den Studienplatz, den ich will, oder komme ich da gar nicht rein? Also all diese Fragen sind auch in unserer persönlichen Zukunft irgendwie drin. Und eben auch unsere Vergangenheit, wo wir uns irgendwie in der Vergangenheit was erlebt haben, wo wir Angst haben, dass es in Zukunft nochmal eintritt. Eben auch irgendwelche schlechten Sachen oder
die Eltern haben sich getrennt und du hast Angst, in eine Beziehung zu gehen. Du hast Sorge davor, in eine Beziehung zu gehen, weil sie irgendwie dir, weil du Angst hast, dass es genauso wird wie bei deinen Eltern. Genau. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, was sind denn so die Sorgen, die so die Menschen, also statistisch gesehen haben. Und eine Sache, die da sehr oft rauskam, zu 59% der 13- bis 29-Jährigen haben wohl Angst davor oder Sorge davor, dass ein Angehöriger stirbt. Ich glaube, das ist eine berechtigte Sorge, weil irgendwie am Ende sterben wir alle, aber jeder hat irgendwie diese Sorge. Oder 50% oder 49% haben Sorge davor, dass der Krieg nach Deutschland kommt, dass es irgendwie in Deutschland Krieg geben wird in nächster Zeit. Und in all diesen Fragen, in diesem Raum, in dem wir drinstecken, wo wir uns vielleicht in unserem Alltag Sorgen machen, wollen wir uns auch dieses Mal wieder anschauen, was ist eigentlich Gottes Perspektive darauf, wenn wir uns Sorgen machen über gewisse Themen, ganz persönlich. Also wir alle sind betroffen von Sorgen, aber wie sollen wir damit umgehen, wenn diese Sorgen auf uns zukommen? Und dafür habe ich ein paar Bibelstellen mitgebracht. Und die erste steht in Matthäus 6, Vers 26 bis 27. Und würde ich euch einfach direkt vorlesen. Und zwar steht da: Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie dennoch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzelne Elle hinzusetzen? Ein relativ bekannter Vers, würde ich mal behaupten. Vielleicht habt ihr den auch schon mal gelesen mit diesen Vögeln, die Gott versorgt. Und Gott stellt in diesem Vers ja irgendwie uns Menschen und ein paar Tiere gegenüber. Uns und Vögel. Und Vögel, was machen die? Nicht so viel. Die essen halt, fliegen rum, vermehren sich und dann sterben sie irgendwann. Wir Menschen, wir machen aber genau das Gleiche eigentlich. Nur, dass wir uns Sorgen machen. Also wir sind irgendwie betroffen davon. Wir denken die ganze Zeit darüber nach, was wird denn in Zukunft passieren? Und wie wird es mich betreffen? Genau. Und was hier drin steht, ist, dass unser himmlischer Vater sie ernährt. Also sowohl die Vögel als auch uns, wenn man das zweite dann liest, ernährt Gott. Und das ist das, worauf ich ein bisschen hinaus will. Gott ist derjenige, der uns versorgt. Gott ist derjenige, der uns das gibt, wo wir leben können. Ohne ihn hätten wir hier nichts, ohne ihn könnten wir hier nicht leben. Und Gott ist nicht ein Gott, der, und im zweiten Vers kommt es ja dann raus, dass seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also sind wir nicht viel mehr wert als Vögel? Und das können wir definitiv mit Ja beantworten, weil sonst wäre nämlich nicht Gott als Mensch auf die Erde gekommen, sondern als Vogel, wenn die Vögel viel mehr wert gewesen wären als wir. Aber Gott ist für uns auf die Erde gekommen und für uns gestorben und nicht als Vogel auf die Erde gekommen und für die Vögel gestorben. Okay, also für uns als Menschen. Das heißt, wir sind irgendwie Gott viel mehr wert als die Tiere. Und Der letzte Teil in dem Vers mit dem durch seine Sorgen oder durch meine, deine Sorgen, können wir dort eine Lebenslänge hinzufügen? Und ich glaube, die klare Antwort, die wir da sagen können, ist nein. Wenn wir uns über Dinge sorgen, werden die nicht uns irgendwie eine Minute, eine Sekunde länger Leben geben. Klar, ich möchte hier unterscheiden zwischen irgendwie sinnvoll planen in Zukunft und zwischen sich Sorgen machen. Ich glaube, da gibt es einen definitiven Unterschied. Es macht Sinn, wir Menschen wurden geschaffen als jemand, der irgendwie auch in Zukunft denken kann oder in Zukunft planen kann und sich Gedanken machen kann, was ist jetzt und wie wird es in Zukunft sein und wie ist der Weg dazwischen. Und da können wir uns definitiv Gedanken machen. Aber Sorgen sind ja irgendwas Unbegründetes, wo wir uns über Sachen sorgen, die eigentlich nie eintreten. Es gab, ich habe die Zahl gelesen, 92% aller unserer Sorgen treten am Ende einfach nicht ein.
Ich habe die Quelle leider nicht verifizieren können, aber ich sage euch die Zahl trotzdem, weil ich trotzdem glaube, dass 92%, also die Zahl könnte ganz gut hinkommen. Ich glaube, ein Großteil unserer Sorgen wird am Ende nicht eintreten. Wenn ich zum Beispiel bei mir zurückdenke, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, als Kind, wenn die Eltern mal irgendwo in die Stadt gegangen sind. Dann sagen sie, ja, wir sind eine Stunde weg, wir kommen in einer Stunde wieder. Und dann ist es mega nice, weißt du, die erste Stunde, sturmfrei, kannst du irgendwie hier schauen, wo sind die Süßigkeiten, snacken und so. Aber dann nach einer Stunde kommen die Eltern immer noch nicht. Und du denkst, ja, ist nichts Schlimmes, verspäten sich ein bisschen. Und dann ist so, keine Ahnung, 15 Minuten, 20, 30, 40. Und du denkst dir schon so, wow, okay, wo bleiben die? Was ist mit denen passiert? Hatten die jetzt einen Unfall? Was passiert mit mir? Kommt jetzt im nächsten Moment gleich die Polizei und klingelt und oh, deine Eltern hatten einen Unfall, du kommst jetzt ins Waisenhaus. Also ich weiß nicht, kennt irgendjemand von euch diese Gedanken als Kind oder kennt ihr die Gedanken nicht? Also ihr dürft euch gerne outen, weil sonst ist es eine peinliche Geschichte von mir. Okay, cool. Okay, also irgendwie machen wir uns ja doch da auch Sorgen als Kind und ich wage mal zu behaupten, dass bei euch das nicht eingetreten ist. Zumindest in 92% der Fälle. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Genau, das heißt irgendwie der Großteil der Sorgen, die wir uns machen, irgendwie, das tritt ja doch am Ende nicht ein. Genau. Dann habe ich eine andere Bibelstelle und zwar geht es in dieser Bibelstelle um den Mann, der auf der Erde sät und zwar landet dann das Korn auf unterschiedlichem Boden und genau und dann bei einem Boden erzählt Jesus dann nämlich Folgendes: Da aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt keine Frucht. Okay, vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Worum geht's? Das heißt, es werden Samen genommen, werden gesät und die fallen auf unterschiedlichen Boden. Und jetzt fallen sie auf einem Boden, aber unter die Dornen. Also der fällt unter die Dornen. Und was heißen diese Dornen? Das erzählen uns diese nächsten Wörter, ja, nächsten Zeilen. Dieser ist es, der das Wort hört, also genau, und die Sorgen dieses Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Das heißt, die Sorge dieses Lebens und der Reichtum ersticken diesen Samen, den Gott gesät hat. Und ich definiere jetzt einfach mal, Samen ist das, was Gott in dich hineinsehen will. Also was er dir irgendwie an Begabungen gegeben hast oder gegeben hat oder an Sachen, die er einfach in dir sieht, wo irgendwelche Talente sind. Und die werden erstickt durch diese Sorgen und bringen am Ende keine Frucht. Sie kommen einfach nicht zum Vorschein. Und warum? Ja, nur wegen diesen Sorgen letztendlich. Ich glaube, ein Satz, der das vielleicht gut betitelt ist, wie man Sorge in diesem Fall sagen könnte, ist mit ja, aber. Ja, aber ich kann das jetzt nicht machen, weil XYZ. Ich kann das jetzt nicht machen, weil sonst schauen mich meine Klassenkameraden komisch an. Ich kann das jetzt nicht sagen, weil sonst passiert dies oder jenes. Genau. Also ich glaube, das kennt auch bestimmt jeder von euch. Irgendwelche Dinge in eurem Leben, wo ihr Sorgen habt, dies zu tun, wo ihr vielleicht wisst, das ist was Gott von euch will, aber ihr macht's oder ich mach's nicht, ihr macht's nicht, weil man denkt, ja, aber da ist irgendwas. Da kannst du dir dann eben die Frage stellen, wie ist es gerade bei mir? Ist gerade bei mir genau diese Situation, dass ich mir bei irgendwas denke, ja, aber ich kann das gerade nicht. Jetzt habe ich noch was vom vorherigen Vers vergessen. Und zwar möchte ich euch noch was zu dem vorherigen Vers sagen, dass, du kannst ihn nochmal anzeigen, der himmlische Vater ernährt uns. Das heißt, er ist derjenige, der uns eben alles gibt. Und er ist eben derjenige, der es auch gut mit uns meint. Also, und ich glaube, das ist eine Sache, die wir irgendwie in unserem Inneren einfach, wo Gott uns zeigen muss, dass Gott derjenige ist, der es gut mit uns meint. Und mir hilft es immer sehr, wenn ich
in den Sternenhimmel schaue, das ist immer so was Erdendes, wo ich weiß, ich habe hier euch ein Foto mal mitgebracht, wenn ich in diesen Sternenhimmel schaue, sehe ich Tausende, Tausende, Tausende von verschiedenen Sternen. Und manche von diesen Sternen sind so weit weg, da würde ich in meiner Lebzeit nie hinkommen. Manche Sterne verschwinden vielleicht, manche Sterne sind schon verschwunden, aber ich sehe nur noch das Licht. Ich finde das richtig weird, aber richtig faszinierend. Und dann stelle ich mir vor, jeder von diesen Sternen, irgendwie ist ja dann, da gibt es lauter nochmal Sonnensysteme und lauter Planeten. Und das ist genauso ein Planet, auf dem wir gerade leben. Und ich bin hier gerade in irgendeinem kleinen Gebäude auf der Erde, in irgendeinem kleinen Land und bin noch ein viel kleinerer Mensch und habe vielleicht gerade diese oder jene Sorge vor dies oder jenem Problem. Und Gott ist aber derjenige, der jeden einzelnen Stern, den wir dort sehen können, genauestens geformt hat. Der genau weiß, aus welchem Material ist der, wo kommt der her, wo geht der hin. Der einfach alles über jeden einzelnen Stern erzählen kann und genau dir erzählen könnte, warum habe ich diesen Stern gemacht. Und dann kommt man sich, also zumindest ich komme mir in dem Moment extrem klein vor und weiß, okay, also das Problem oder die Sorgen, die ich jetzt vielleicht gerade habe, sind absolut nichts, also so klein im Vergleich zu dem, wie groß Gott eigentlich ist und was Gott über mich und mein Problem und meine Sorgen eigentlich weiß. Und wenn du das nächste Mal irgendwie nach draußen gehst und den Sternenhimmel siehst, dann kannst du vielleicht auch an diese Sachen denken. Wo habe ich gerade irgendwelche Probleme, wo habe ich gerade irgendeine Sorge und dir das anschauen und dir sicher sein, dass Gott dein Problem kennt, egal wie klein es ist, aber es für ihn auch nur so ein Fingerschnips ist. Er weiß genau, wie man damit umgehen soll. Ich habe euch noch zwei Zitate mitgebracht. Fand ich nämlich ganz cool in meinen Recherchen. Und zwar eine ist vom Henoch. Vielleicht kennen ihn einige. Und der lautet, den Satz, den er gesagt hat, ist die Sorgen von morgen über die Sonne von heute. Der passt sehr gut zu Matthäus 6, Vers 34. Den habe ich heute nicht mit dabei, aber könnt ihr nachlesen. Auch ein sehr guter Vers. Das, was wir uns irgendwie, die Sonne, in der wir gerade leben, in den guten Sachen, die wir gerade erleben, da machen wir uns Sorgen, also irgendwas, irgendwelche Wolken, irgendwas Schlechtes, über das, was heute eigentlich an Licht bei mir drin ist, was bei mir scheint. Eben wie Matthäus 6, Vers 34. Und der andere Vers ist von Corrie ten Boom. Vielleicht kennen die auch ein paar im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, eine Niederländerin schon, gell? Eine sehr gute Biografie, kann ich sehr gut empfehlen, dieses Buch von ihr. Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie halten uns in Bewegung, bringen uns aber kein Stück vorwärts. Ich finde diesen Vergleich mit dem Schaukelstuhl sehr gut. Und auch das vergleicht wieder das mit den Vögeln. Wir können uns Sorgen machen, wie wir wollen, aber letztendlich kommen wir dadurch keinen Meter, keine Minute länger werden wir dadurch leben, nur weil wir uns über irgendein Thema Sorgen machen. Genau. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch erzählen will. Und zwar, das ist, wie groß Gott eigentlich ist und wie klein wir und wie klein unsere Sorgen letztendlich sind. Das heißt nicht, dass Gottes Sorgen, dass unsere Sorgen Gott egal sind, aber das heißt, dass wir jemanden haben, zu dem wir diese Sorgen bringen können. Und genau das ist nämlich dann der letzte Vers, den ich für euch habe. Der steht in Philipper 4, Vers 6 bis 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und wir fangen direkt von hinten an.
mit dem letzten Vers, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also wenn du glaubst, dass dieser Jesus für deine Sünden gestorben ist, wenn er hier auf die Erde gekommen ist, dann gilt dieser ganze erste Teil für dich. Und ich hoffe, dass er für dich gilt. Dann macht euch um nichts Sorgen. Das heißt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und interessant finde ich, hier steht nicht nur, wendet euch mit Bitten an Gott. Bitte macht das, dies oder jenes. Sondern da steht auch mit Flehen und da steht auch mit Dankbarkeit. Das heißt, in der Situation, in der du gerade bist, wo du dir eben gerade Sorgen machst, genau so darfst du vor Gott kommen. Genau mit diesem Problem darfst du zu Gott gehen und sie einfach vor ihm hinlegen. Und dann in seine Hand legen lassen und darauf vertrauen, dass er es gut mit dir meint und dass er dieser große Gott ist, der einfach alles in der Hand hat, der dieses gesamte Universum in der Hand hat, inklusive deinem Problem. Denn, das steht ja dann auch, dann wird der Frieden Gottes, also genau dann, wenn du zu Gott kommst und ihm diese Probleme hinbringst, genau dann wird dieser Frieden Gottes in dich hineinkommen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal den Frieden Gottes so in dir gespürt hast. Ich hoffe es und ich kann es nicht beschreiben, weil es einfach so unbeschreiblich ist. Aber genau das dürfen wir tun. Wir dürfen zu Gott kommen und dann wird dieser Frieden in uns sein. Und dieser Frieden, wie es dann in den letzten paar Zeilen steht, der über alles Verstehen hinausreicht, wir können diesen Frieden nicht verstehen, ich kann ihn auch nicht beschreiben, der wird über unsere Gedanken wachen und uns im Innersten bewahren. Also uns irgendwie einen Frieden schenken. Dieser Frieden wird uns das schenken, dass wir uns keine weiteren Sorgen mehr über Probleme, die irgendwie hypothetisch auftreten könnten in unserem Leben, Sorgen machen. Wir können in unserem Leben nicht zu 100% irgendwie sorgenfrei sein. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben alle irgendwo unsere Sorgen, bei jedem unterschiedlich. Ich weiß es nicht, was bei dir ist. Von diesen vier Kategorien, ob es irgendwas ist, was deine Zukunft betrifft, ob es irgendwas ist, was in der Vergangenheit war. Ob du dir Sorgen um das Globale, was in den Nachrichten lesen, irgendwie was ist. Oder ob es irgendwie was Persönliches in deinem Umfeld gerade aktuell ist. Aber genau das dürfen wir tun. Und genau das dürfen wir auch jetzt tun. Wir starten jetzt in eine Worship-Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Zeit genau das zu tun, falls das für dich der Fall ist, falls du irgendwie gerade in einem Moment irgendwo steckst, wo du Sorgen hast, dann kannst du als erstes diesen letzten Teil machen mit, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn du mit ihm verbunden bist, also wenn du noch nicht mit ihm verbunden bist, dann kannst du ihm sein Leben geben, dir dein Leben ihm geben. Und dann im zweiten kannst du ihn einfach mit Bitten und Flehen und auch mit Dankbarkeit vor ihn kommen, dass er diese Situation in seine Hand nimmt. Und genau, du darfst es für dich selber tun, du kannst es aber auch mit irgendwie einem Freund von dir tun. Ich denke, hier werden noch ein paar Matchless-Leiter sein. Zu denen kannst du auch jeden Moment kommen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du das hast irgendwie in deinem Leben, dann mach diesen Schritt und mach ihn nicht nur jetzt, sondern mach ihn auch in Zukunft. Ich glaube, wie gesagt, wir können nicht zu 100% sorgenfrei sein. Wir haben irgendwo alle Sorgen. Aber wenn wir das tun, zu Gott kommen, dann wird er unsere Perspektive ändern. Weil er es in seine Hand nimmt. Und weil er es in seiner Hand hat. Ich bete jetzt noch und danach können wir in die Worship-Zeit starten. Jesus, vielen Dank dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der mich persönlich sieht, mit allen Problemen, mit allen Sorgen. Und ich bitte dich, dass du genau das, was in diesem Bibelvers steht, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Und ich bitte dich, dass
ja, dass du einfach unsere Sorgen nimmst und dass du uns einen Frieden in unser Herz legst, der einfach wirklich über allem Verstehen hinausgeht und der einfach so unbegreiflich ist, dass diese Sorgen einfach verpuffen und wir voll wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst, dass du derjenige bist, der in unserem Leben einfach Wunder tun kann und der in unserem Leben wirkt. Danke, Jesus, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir in jeder Situation zu dir kommen dürfen.